Nach Berlin, Tag und Nacht Caro, auch Daniel Krause ist zurück. Bei Berlin, Tag und Nacht erwartet uns eine weitere Comeback-Überraschung, Daniel Krause kommt wieder. Mit der größten Rückholaktion in der Geschichte, die RTL 2 vor Monaten angekündigt hatte, hat der Sender nicht übertrieben. Erst besuchte Sabrina das Hausboot, dann kreuzten Fabrizio und Ole auf. Dann erklärte Theo auf einmal, wieder dauerhaft nach Berlin ziehen zu wollen. Und in der Montagsfolge von Berlin, Tag und Nacht ist plötzlich Caro wieder da. Für mindestens 4 Wochen will sie die Hauptstadt unsicher machen. Zusammen mit Tätowierer Daniel Krause, der ebenfalls sein Comeback in der Serie feiert. In der er ein neues Studio aufmacht. Wir sind gespannt, wie es mit den beiden in den nächsten Wochen weitergeht. Übrigens, eine weitere Rückkehr steht an, und die wird Britzi ziemlich um den Verstand bringen.